Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. Es gab ja ein Problem mit meinem Emulator. Ich habe es inzwischen wieder gefixt. Aber leider funktioniert immer noch die Speedtaste nicht. Ich glaube, am Ende des Let's Plays, wenn ich speeden muss und meine Pokémon trainieren muss, könnte es vielleicht ein bisschen nervig für mich sein, aber für euch wird es wahrscheinlich keine Veränderung sein. Der Stress, den kriegt weiterhin nur ich. Gut, dass ich in diesem Part machen möchte. Wir haben ja jetzt im letzten Part uns Surfer geholt, auf Englisch natürlich. Und in diesem Part habe ich Folgendes geplant. Ich möchte mir ein viertes... Haben wir schon ein viertes Team-Pokémon? 1, 2, 3... Unser fünftes Team-Pokémon ins Team holen. Welches Pokémon das ist, werde ich euch allerdings noch nicht verraten. Und das wohin genau, das sollte ich auch noch holen. Wir haben... Ja, ich weiß nicht, ob wir genug Geld haben. Ich musste den Save übrigens neu machen. Also komplett neu. Also nicht komplett ganz von neuem, sondern ab der Stelle ungefähr, wo wir gegen diesen Trainer gekämpft haben am Ende des Parts, musste ich alles wieder neu machen. Deswegen habe ich zum Beispiel jetzt der Trümmerer nicht mehr. Und die Level sind jetzt von unserem Pokémon unterschiedlich jetzt geworden, weil ich ja mit unterschiedlichen Pokémon gekämpft habe, um das Ganze wieder zu re-uppen. Selbstverständlich habe ich das in der Schule gemacht. Ich würde das natürlich nie in Real Life, ich meine nie in, privat machen. Ich mache das natürlich in der Schule, den scheiß Job mit dem neu machen und so. Alles in der Schule. Weil Schule ist eh nur zweitwichtige Sache. So. Wann findet das nächste Käferturnier statt? Tja, das findet morgen statt. Morgen am Donnerstag. Ich glaube, morgen werde ich diesen Part auch hochladen. Ich weiß nicht, vielleicht... Nee, heute werde ich den nicht mehr hochladen. Ich lade gerade Minecraft hoch. Den werdet ihr morgen bekommen, den Part. Aber zunächst laufen wir zunächst zurück nach Ducati City und holen zunächst unser Woingenau zunächst ab. Weil dann zunächst dann unser letztes Team-Pokémon ins Team bringen. Dann haben wir unser Team eigentlich schon vollständig. Na gut, wir haben ja auch schon fast den dritten Orden. Und dann schon das Team voll haben. Oh, ich glaube, wir werden Probleme mit dem Trainieren haben. Oder unsere Pokémon werden beim Trainieren wahrscheinlich nachringen. Ich weiß nicht, wie wir das regeln wollen. Aber wir schaffen das schon bestimmt. Ich hole mir natürlich 500 Münzen. Ich muss erst schauen, wie viele Münzen wir für wohin genau brauchen. Ich glaube, es sind 1500. Ich schaue jetzt mal schnell nach. Ja, genau. Wir haben gerade mal die Hälfte. Wir müssen noch 20.000 weitere Kohle holen, ungefähr. Dann können wir unser Woingenau abholen. Ich bin schon ganz gespannt, wie sich Woingenau im Team macht. Weil ich habe, also ich habe schon ein paar Mal mit Woingenau gekämpft und es ist richtig, ein richtig gutes Pokémon, wenn man es richtig einsetzen kann. Aber so richtig. So. Gut, weil ich momentan keine Speedtaste habe, muss ich jetzt auf das Fahrrad steigen. Andernfalls würde ich gerne speeden, aber es funktioniert nicht. Aber wir müssen ja nicht immer speeden im Let's Play. Wir können auch mal ein normales Let's Play machen. Wir haben ja genug Zeit. So, zunächst möchte ich mir ein Pokémon holen, was Surfer beherrscht. Mir fällt aber momentan kein Pokémon ein. Doch, ich weiß jetzt eins. Felino. Es gibt ja beim Steineichen, nee, beim Einheitstunnel, da gibt es ja Felinos. Also vor dem Einheitstunnel. Und vielleicht kriege ich da, aber nur vielleicht, mit vielleichtiger Wahrscheinlichkeit. Ja, neues Wort. Kriegen wir hier ein Felino. Allerdings gibt es hier auch Quapsel, stimmt ja. Quapsel gibt es hier ja auch. Das Quapsel kann ja auch surfen. Gut, dann schaue ich mal nach, ob es hier Quapsels gibt. Bist du ein Quapsel? Nein, ich bin kein Quapsel, du Idiot! Ja, meine Pokémon sind leider ein bisschen geschwächt noch. Von dem Kampf gegen die Tänzerinnen. Tänzerinnen. Nee, ich glaube, es wäre leichter, wenn ich einfach in den Steineichenwald gehen würde und einfach nach einem Felino suche. Ich glaube, das geht sogar schneller, weil ich glaube, dass hier nicht so viele Quapsels auftauchen auf dieser Route. Kann aber auch sein, dass die nur nachts auftauchen. Da müsste ich ja erst noch eine Stunde warten, weil es ist jetzt bei mir auf der Uhr 18 Uhr, aber die Uhr von dem Let's Play ist ja auf Sommerzeit eingestellt. Ich meine Winterzeit. Daher, ja.
Es ist hier im Spiel gerade mal 17.10 Uhr. Ich glaube, zunächst wäre es weise, wenn wir unsere Pokémon zunächst heilen würden. Ah, ich würde das jetzt auch gerne speeden. Ich glaube, ich muss es echt fixen mit der Speed-Taste. Kann aber auch sein, dass die Taste irgendwo anders jetzt ist, die Speed-Taste. Dass die auf einer anderen Schnelltaste jetzt ist. Muss ich nochmal konfigurieren und nachschauen, wo die ist, die Speed-Taste. Weil so genau habe ich das doch nicht nachgeschaut. Ich habe einmal schnell einen Blick nachgeschaut und dann habe ich meinen ganzen Emulator zerstört. Und deswegen, ja, gab's für die letzten Wochen keinen neuen Part. Pokémon Kristall. Okay, hier müsste es Felinus geben. Wir haben auch eine Angel, oder? Ist es nur eine normale Angel, die wir haben, oder eine richtige Profi-Angel? Nur eine stinknormale Angel, verdammt. Na, ich habe jetzt keine Lust, am Kappador zu Gyarados zu trainieren. Das würde mir zu lange dauern. Da warte ich lieber auf einen Felino. Gut, hier endet auch schon die Route. Dann schaue ich mal hier im Demgras nach. Bis ein Pokémon auftaucht. Ja. Das war das Stichwort. Und jetzt taucht ein Pokémon auf. Bitte, Felino. Du schon wieder. Ich glaube, gegen dich habe ich gerade gekämpft. Nee, Quatsch, es waren vorhin Raupis. Nicht Knofensas. Ach, tschüss, Knofensa. Okay, ich glaube, ich, wenn das nächste Pokémon kein Felino ist, schaue ich im Wiki nach, welche Pokémon es hier gibt oder ob die tags auftauchen oder nachts. Na, Hauptsprosser ist nicht das, was ich erwartet hatte. Okay, ich schaue mal schnell im Wiki nach, ne? Bis gleich. Okay, ich habe jetzt nachgeschaut und zwar tauchen Felinos auch nur nachts auf. Allerdings steht bei mir hier noch im Wasser. Moment, im Wasser. Verdammt. Aber vielleicht, Moment. Wie wäre es denn, wenn wir eigentlich nur angeln würden? Tauchen da nur Carpados auf oder... Moment, ich schaue noch schnell. Okay, ich würde sagen, ich stelle es mal schnell auf Nacht um die Uhrzeit. Gut, ich habe jetzt die Uhrzeit umgestellt. Es ist jetzt 19 Uhr und jetzt müssten... Also laut meiner Uhr. Und jetzt müssten hier Felinos auftauchen. Zu einer Chance von 30% steht im Wiki. Aber es tauchen hier auch andere auf, wie zum Beispiel dieses Hut. Jetzt aber ein Felino, bitte. Nicht du, Knofensa! Knofensa taucht wie... Warte, ich schau mal schnell. Die Chance nachts... Okay, jetzt habe ich die Nachtschance offen. Nein, das ist so, was ich da jetzt habe. Moment. Moment, gleich habe ich's. So, jetzt habe ich's. Knofensa taucht 20%. Ey, das ist doch ein Witz. Jetzt nochmal. Jetzt aber ein Felino. Nein, kein Zubat. Zubat sind 10%. Ey, das Spiel will mich verarschen. Okay, Flucht. So, jetzt aber. Felino, komm, 30% jetzt aber. Schon wieder 10%. Ich glaube, der Wiki ist fehlerhaft. Jetzt aber, ein Felino bitte. Ich will surfen können. Okay, wisst ihr was, ich mach das offscreen. Bis gleich. Gut, endlich habe ich ein Felino gefunden. Jetzt müssen wir es nur noch einfangen. Oh Gott, hoffentlich habe ich die richtigen Bälle. Ich muss schauen. Köderwal, fängt ein Pokémon, fängt Pokémon an der Angel. Ich gehe davon aus, dass das nebensächlich ist, dass Pokémon an der Angel ist oder nicht. Daher glaube ich, dass es eher für Wasser-Pokémon geeignet ist. Ich schmeiße jetzt einfach meinen Köderwal und lass mich überraschen. Jawohl, das war's auch schon. Okay, jetzt haben wir ein Pokémon, das surfen kann. Nein, ich werde es nicht benennen. Tut mir leid. Und jetzt holen wir uns das Pokémon ab. Und holen uns damit gleichzeitig unser 6. Team-Pokémon ab. Habe ich schon erwähnt, dass es hier in meinem Spiel Freitag ist? Ja, es ist hier Freitag in dem Spiel.
Und es ist nachts. Freitags nachts in dem Spiel. Und wir können surfen. Und wir sind in der Nähe des Einheitstunnels. Das hat doch was zu bedeuten, oder? Oder was meint ihr? Ah, die Noobs werden jetzt mich nicht mehr wissen, was ich meine. Aber die Profis und von unter euch, die wissen schon, was ich jetzt für ein Team-Pokémon ins Team holen werde. Gut, verdammt, ich habe ein Team-Pokémon abgelegt. Nebulok war das, ne? Moment, das muss ich wieder mitnehmen. Hapsi ist total unnötig, das muss nämlich raus aus dem Team. Verfluchter Brief. Okay, den lösche ich jetzt da. Scheiß drauf, ob ich das jetzt einem Typen geben muss. Hier, nimm. Ja. So, scheiß drauf. Okay, jetzt da. Und jetzt lagern wir das Hapsi rein. Das nutzlose Hapsi. Ich war noch nie ein Fan von Ibitak, muss ich sagen. Sondern eher ein Fan von Felino. So, und jetzt haben wir Nebulak noch, das wir ablegen müssen. Ne, Quatsch, wir müssen jetzt... Hä? Wir hatten schon ein Felino? Oha, wir hatten schon ein Felino. Verdammt! Oder habe ich die jetzt geklont, ohne zu wissen, dass ich... Moment, sind die Werte gleich? Ich habe die jetzt nicht geklont, oder was? Habe ich die jetzt versehentlich geklont? Weil die sind genau identisch. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Gerade hatte ich doch keinen Felino. Ich kann mich nicht erinnern, einen Felino gefangen zu haben. Illuminati. Wahrscheinlich war es Part 1, wo ich das Felino gefangen habe. Keine Ahnung. Verdammt, wollte ich gar nicht. Okay, jetzt ablegen. Ablegen, ablegen, ablegen. Erst beim Team schauen. Jawohl, sieht gut aus. Felino, Snowball, Iglaval, Golbat und Evoli, welches wir noch trainieren müssen. Aber ich glaube, Nebulak hier jetzt in dem Fall Nachtnebel beizubringen in der Nacht wäre ein bisschen passend. Gut. Kann Felino den Surfer haben? Jawohl, wir haben es ihm gerade beigebracht. Stimmt ja. Ich habe so ein schlaues Gedächtnis. Egal, schnell vergessen. So, jetzt gehen wir natürlich in den Einheitstunnel rein. Wir können ja jetzt surfen, da können wir leicht ein paar Orte abkürzen. Hä? Warum geht das nicht? Sag los, ich brauche den Orden dafür. Du benötigst einen neuen Orden. Nein, brauche ich nicht. Als ob ich einen Orden bräuchte, um einen VM einsetzen zu können. Ah, scheiße, neun Orden. Und ich habe euch jetzt quasi ein bisschen verraten, welches Team-Pokémon ins Team rein... Kommt, ich will es doch gar nicht sagen. Okay, ihr kennt jetzt mein Team. Mein Team besteht aus diesen Pokémon, welches nur Profis wissen, was ich nehmen werde. Dann Nebulak, wohin genau? Iglava, Xbat oder Golbat, whatever. Und welches noch? Und Evoli. Ach ja, ihr wisst ja nicht, zu welches Pokémon ich Evoli entwickeln werde. Das bleibt auch noch ein Geheimnis. Verdammt, da muss ich die Uhrzeit wieder umstellen. Moment, ich stelle die Uhrzeit wieder offscreen um, damit mein PC nicht total, verstellt ist. Bis gleich. Okay, jetzt habe ich alles wieder gestellt. Aber es ist immer noch nach dem Spiel. Egal, nicht so wichtig. Okay, dann steigen wir wieder aufs Fahrrad und gehen zurück nach Tick City, weil wir keinen Surfer einsetzen können. Hurra! Ich bin begeistert. Diesen Part haben wir total verschwendet. Hä? Fahrradladen! Achso, ja. ja, ich muss sagen, ich habe das Ganze, wo ich das Offscreen wieder hergestellt habe, nicht häufig mit dem Fahrrad gefahren. Deswegen kam jetzt nochmal diese Telefonmeldung. Und jetzt kommen hier lauter Felinos. Ich glaub's nicht. Das Spiel will mich echt verarschen, sag ich mal. Erst habe ich nach einem Felino gesucht, dann habe ich extra die Uhrzeit umgestellt. Dann finde ich ein Felino nach 3-4 Pokémon. Und dann stelle ich dann erschreckend fest, dass ich bereits ein Felino besitze. Das ist ja immer wieder super. Und es grinst mich so breit an. Es würde es sagen, hihi, was für ein Idiot.
Egal, vergessen wir das Ganze. Hier eine Antipaarbeere. Gehen wir zurück nach Tech City. Dieser Part, der war total unnötig. Wir haben in dem Part nichts gemacht. Also wirklich gar nichts. Nur ein bisschen herumgelaufen, sonst nichts. Ich bin beeindruckt. Würde ich sagen, sorry, dass es in diesem Part nichts gab. Ein bisschen rumlaufen hat ja auch noch niemandem geschadet, ne? Im nächsten Part gehen wir in die Turmruine und schauen nach, was es hier gibt. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!